Hallo, 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 liebe Freunde. Und ich habe eine Idee, was wir tun müssen. Und zwar habe ich mich hier die ganze Zeit umgesehen und gedacht, ich muss von hier nach da springen. Aber eines habe ich die ganze Zeit übersehen. Das da. Oder war ich da schon hochgesprungen? Ich glaub's nicht. Alt gedrückt halten, in Position gehen und... Aua! Und Leben verlieren. Genau, und Leben verlieren. Okay, wir probieren es nochmal, aber ich glaube, dass das könnte des Rätsels Lösung sein. Okay, zur Kante gehen und... Hä? But why? Wie hieso ho 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 ho? Das muss doch gehen. Ups. Wieso hältst du dich nicht fest? Ich drück doch sogar die richtige Taste. Ich lade doch mal, weil wir haben ja jetzt Leben verloren und... Wo ist denn jetzt das Problem? Du musst nur die Arme ausstrecken, Lara. Die Arme. Ah. Falsche Taste. Okay, okay. Wo ist das Problem? So, genau an die Kante ran, Lara. Okay, bis genau an der Kante und... Ups. Warum? Warum denn? Ich gehe nochmal hier hoch. Was passiert dann nochmal? Hä? Was war denn das jetzt für ein komischer Sprung? Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt ist... Ich glaube, der ist da sogar in der richtigen Position. Der ist da besser eventuell. Also nochmal. Ich muss da hoch. But why? Wahahahai. But why? Beer. Elara? Was? Ich hätte gedacht, ich hätte da gerade was gesehen. Aber nee. Wieso? Wieso? Ich war mir so sicher, dass das jetzt die Lösung ist. Ich war mir so ho-ho-ho sicher. Nee, sie macht's nicht. Okay. Ich habe gerade mal die Steuerung geändert. Vielleicht bringt das ja was. Ah, nee, nee, nee. Ach. Ich lade nochmal. Umdrehen. Anvisieren. Rennen. Springen. Wieso, Lara? Ich habe nämlich...
Ich habe nämlich Rat beim guten Doktorspielchen-LP geholt. Der meinte nämlich, wenn ich nicht weiterkomme, dann gibt er mir einen kleinen Stupser in die richtige Richtung. Und er meinte, ja, die Richtung ist richtig. Eigentlich sollte sie sich da festhalten. Benutzt doch mal die klassische Tanksteuerung. Aber sie macht es nicht. Okay, probieren wir mal. Oh, ich wechsle nochmal die Steuerung auf die moderne. Mit der komme ich tatsächlich besser klar. Okay. Probieren wir es mal. Ja! Ja! Okay. Doc meinte auch, dass ab und an gerade springen nicht so gut funktioniert wie schräg. Und dass ich mal versuchen soll, ein bisschen in den Raum da reinzulaufen. Und es hat funktioniert. Danke, Doc. Gepriesen sei der Doc. Abonniert alle den Doc. Dr. Spielchen LP. Gebt ihm eure Liebe. Und was ihr sonst noch so geben wollt. Er hat's echt verdient. Oh, danke. Danke. Ich speichere mal, bevor ich da runterspringe. Wer weiß, was da unten ist. Erstmal an die Kante treten. Okay. Da hat sich irgendwas getan, habt ihr es gehört? Ah, okay. Nein, 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 nein. Aber muss das Ding dann dahin? Moment. Ich kontrolliere noch mal was. Jo. Okay. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ah, was ist denn hier? Ah, noch ein Hebel. Boah, nee, der Hebel macht dasselbe. Moment mal, hä? Von da kam ich? Ah, okay, das hat sich jetzt hier gelöst. Da hat sich eine Tür geöffnet. Da oben, okay. Kann ich jetzt auch von hier kommen? Okay. Whoop. Whoop-de-doo. Lara, denk dran, du sollst greifen. Ja, gut, gut. Gut, Frau Croft. Sie machen das gerade wirklich hervorragend, Frau Croft. Also wirklich eins mit Sternchen. Whoops. Autsch. Das tat ein wenig weh. Erstmal da lang. Hier den Hebel. Da
braves Lara. Sehr brave Lara. Und dann da hoch. Ach, Lara. Frau Croft. Dankeschön. Geht doch. Da runter. In Position gehen. Bisschen zurück. Noch ein bisschen. Und up. Gut. Hier drücken. Nochmal speichern. Aber ich glaube, ich gehe besser. Komme ich irgendwie anders runter? Wie lasse ich ihn los? Autsch. Kann ich von da? Ja, das sollte ich schaffen. Das sollte gehen. Von hier einfach darüber springen. Oh. Autsch. Ah, ganz vergessen, das hier. Schöne Perspektive. Ja. Speichern. Schritt zurück. Und ja, speichern. Ha. Ja, so wird das was. So wird das was. Und ja, ja. Haha! Ja! 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 Haha! Ah. Freust du dich auch so? Ja, du bist total sprachlos vor Freude. Kann ich nachvollziehen. Haha, ich freue mich. Oh! Oh! Das war. Dumm, aber noch Glück gehabt. Mein Lebensmotto. Glück und Erfolg trotz Dummheit. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Ich speichere mal. Ist da noch ein Raptor? Jetzt kann ich da lang. Oh. Ich speichere mal. Okay, das da oben ist nur indirektes Licht für die Atmosphäre. Wurde ich getroffen? Ich nehme mal ein Medikit. Besser. Speichern. Waffen raus. Man weiß ja nicht, was jetzt hier kommt. Okay.
Ah, okay, ich glaube, den Party habe ich schon bei Doc gesehen, als ich mal kurz reingeschaut habe. Die drehen sich nach mir um. Kann ich die irgendwie... Egal, ich nehme erstmal das Ding da halt. Wegen dem bin ich ja auch hier. Oh, und jetzt bricht hier alles zusammen. Interessanter Stuhl. Wie komme ich jetzt hier raus? Wieder da lang? Ah ne, hier ist alles zusammengebrochen. Aber rein von der Musik her müsste doch jetzt irgendwas passieren. Sollten die mich irgendwie angreifen weiter? Also die Musik ist sehr spannend und episch. Als ob jetzt hier ein Endkampf passieren sollte, aber es... Es passiert nichts. Ah, okay. Das war ja knapp. Hier lang kann ich nicht. Da ist das Tor wieder zu. Oder kann ich das mit dem Hebel da wieder öffnen? Nee, der Hebel macht gar nichts. Also kann ich nur da oben irgendwas machen. Aber rein von der Musik her klang das nach einem Bossfight. Aber hier ist halt nichts passiert. Der dreht sich auch nicht nach mir um. Der andere hat sich nach mir umgedreht. Ah. Geht's? Nee, nee. Da ist ja alles eingestürzt. Oder kann ich da irgendwie hoch? Nee. Huh. Ich rätsele. Grübel, gleich wird mir übel. Ja, ne? Der Hebel da macht aber auch nichts mehr. Und den kann ich auch nicht nochmal, den kann ich auch gar nicht nochmal drücken oder schieben oder sonst was. Komme ich hier durch? Oh ja, ich komme hier durch. Oh, da ist ein Typ mit einer Wumme. Ist das der aus dem Intro? Wenn der, was will der von mir? Ey, wieso schießt der auf mich? Hat er sonst nichts zu tun? Wieso schießt er auf mich? Hat er keine Hobbys, der Drecksack? Hab ich so lange nicht gespeichert? Nehmen. Hier raus.
Vorsicht, da fällt gleich was runter. Okay, ich habe mal auf die Schrotflinte gewechselt. Okay, vielleicht mag er Schrotflintenmunition weniger. Dieser ungehobelte Gesell! Dieser böswillige Bösewicht! Gott, der sieht aus wie so ein Modell. Wenn du es unbedingt behalten willst, stopfe ich es dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten ein Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Ha, den erwischst du nie. Sie meinen also, das Geräte hier hält nicht nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da müssen Sie Miss Nadler fragen. Danke, das werde ich tun. Wisst ihr, wie der aussieht? Der sah irgendwie so aus, so wie: Ich bin nicht nur Ken, ich bin Grabräuber Ken. So wie so ein... Erinnert ihr euch an diese total schlechten Barbie-Animationsfilme, die immer sonntags auf Super RTL liefen? Sowas wie Barbie Mariposa und so ein Schrott? Er sieht aus wie so ein Barbie-Charakter. Also echt. Teilweise so einige Charaktermodelle und Monstermodelle. Na, da kann man noch dran arbeiten. Also coole Auftritte kann sie ja, die Frau Croft. Lara ist schon eine coole Socke. Eine richtig coole Socke. Nicht so eine selbstgestrickte von Oma, sondern so eine richtig harte Socke. Nadler Technologies. Hier im Prachtbau des heiligen Franziskus quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Abtei der Körper des Tirukan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Oh, das ist ja süß. Und da wirfst du es selber wieder in den Dreck. Okay, dann speichere ich mal. Aber jetzt gerade in der Zwischensequenz ist mir eins aufgefallen. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, aber bin ich der Einzige, der findet, dass Lara ein bisschen aussieht, als hätten... Upsi. Egal, ich wollte eh die Folge beenden. Bin ich der Einzige, der findet, dass Lara ein bisschen aussieht, als hätten Nofretete und Michael Jackson eine Tochter gehabt? Denkt mal drüber nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.